Regelmäßig Volkszählungen wurden in Deutschland ab 1871 durchgeführt. Jeder Staat oder Provinz hat diese nationalen Volkszählungen durchgeführt. Sie können die Originaldaten in dem Stadtarchiv oder dem Zivilstandesamt in jedem Bezirk finden. Das für Ostdeutschland von 1945 bis 1990 ist eine Ausnahme. Ursprünglichen Akten der Volkszählung wurden in Ostdeutschland zerstört. Einigen Volkszählungenakten wurden auch von Bombenangriff während Zweiter Weltkrieg. Einige Landkreise und Städte in Deutschland haben auch getrennte Zählungen in unregelmäßigen Abständen durchgeführt. Viele von ihnen haben nicht überlebt, aber einige sind in kommunalen Archiven oder auf Mikrofilm aus dem Familiengeschichte-Bibliothek in Salt Lake City, Utah, zur Verfügung. Die verfügbaren Informationen aus der deutschen Volkszählung unterscheiden sich von Zeit und Bereich. Frühe Volkszählungen-Versionen können nur Kopfzahl oder sein oder nur den Namen des Leiters der Haushalt enthalten. Spätere Aufzeichnungen liefern mehr Details.